Machen wir es uns erstmal schön gemütlich hier. So, und dann noch die beiden Blöcke. Und dann könnt ihr hier so wieder runter. Nein, hier. So. Genau, denn du hast bereits Hunger. Und dann gucken wir, dass wir hier oben noch an die Rohstoffe rankommen. Mit unserer tollen Gerüstkonstruktion. Ja, mit dem Odigium hier sieht der Raum ein bisschen komisch aus. Da kann man leider nichts machen. So. Nicht nach oben. Eins nach hinten wollte ich eigentlich. So, und hier hoch. Dann könnt ihr gleich da mal durchbrechen. In den nächsten Raum. Das war jetzt ein kleiner Eisenbrocken, der hat uns jetzt 28 statt 20 gebracht. Was ist das für ein Ding? Das besteht ja nur aus Knochen. Hier herrscht eine merkwürdige Atmosphäre. Was hat diese Tafel hier über dieses Gebiet zu sagen? Ich bin der stellvertretende Forschungsleiter dieser Basis. Wer auch immer dies liest, bitte erweist mir einen Gefallen. Flieht von hier, berührt die Runenkristalle nicht und dringt nicht weiter vor. Hier wartet nur der Tod. Tod und Zerstörung. Ja. Und toter Ork. Tot, aber immer noch mächtig. Jo. Jagd nach den Tafeln. Tafeln aktivieren. In diesem Gebiet muss es noch andere Tafeln mit für uns unerlässlichen Informationen geben. Die hier zu findenden Runenkristalle sind außerdem fortgeschrittene Konstruktionen, die noch auf der Zeit des Großen Königsreichs zurückgehen. In unserer Siedlung gibt es niemanden, der etwas damit anfangen könnte, selbst wenn wir sie fänden. Wir müssen weitere Tafeln finden und uns den Umgang mit den Runenkristallen erklären und diese wandelnden Leichen das Wandeln aufhören lassen. Diese Tafeln sollten wahrscheinlich in der Siedlungsumgebung zu finden sein. Wir sollten gewissenhaft suchen und uns darauf vorbereiten, nicht nur auf Tafeln zu stoßen. Ja, Grabsteine. Oh, ein kleiner Goldhaufen. Ein guter Ernteboden wäre hier auch.
Ja, ich verkaufe erstmal alles. So, das hier könnt ihr noch ausbuddeln. Das sieht nämlich wieder nach zu viel Magierzeugs aus. Und eigentlich könnte ich mich dann hier noch ein bisschen breiter machen. Wenn ich den Ork losgeworden bin. Naja, leider werde ich hier... Wow, hier ist aber genug Ernteplatz. Also ja. Ich glaube, ich werde meine... Farm verschieben. Warum müsst ihr immer so viele Witze reißen? Besonders wenn es ernst gemeint wird. Nun, da niemand sonst hier einen guten Sinn für Humor zu haben scheint, muss ich das selbst in die Hand nehmen. Ich hatte einst einen Sohn, der mich mit Wortspielen geradezu überflutete. Er hat mir so viele davon erzählt. Ich hatte gehofft, wenigstens einen dieser Witze würde mich zum Lachen bringen. Aber er war umzingelt und kam trotzdem nicht raus. Now, what's going on? Ich glaube, ich höre jetzt besser auf. Ja, was auch immer das gerade war. Also ja, die Grabsteine verkaufe ich nicht. Die verfrachte ich nur nach oben. Wenn ich das denn darf. Aber der ganze Raum hier ist eine richtige Schatzkammer. Was Gold und Steine angeht und ein bisschen Turmalin. Handwerksverbesserung. Ne, gehen wir erst auf Plattenpanzer und besseres Graben. Und dann gucken wir mal, wie gut wir uns mit dem untoten Ork-Krieger anlegen. Nicht so gut. Wenigstens heilt er sich nicht hoch. So, das heißt, ich bin mal so nett und baue hier oben einen Friedhof auf. So. Damit haben wir jetzt den ganzen Platz für uns alleine. Oh, da ist noch einer. Wie konnte ich dich nur übersehen? Jo, das ist ein schöner großer Raum. Den werden wir ein bisschen vergrößern in die und die Richtung und auch nach da hinten. Und da werden wir uns weiter umsehen müssen. Bevor wir nach unten graben, werde ich mir erst die Räume hier hinten ansehen und die beiden Räume hier. Aber erstmal muss ich gucken, dass meine beiden Krieger wieder voll geheilt sind und kampfbereit sind. Na gut, das kampfbereit, das dürfte ich ein bisschen besser hinkriegen. Am besten hole ich mir gleich noch einen Krieger. Und wir haben schon wieder negativ Beliebtheit. Also unsere Beliebtheit sinkt hier. Aber dem können wir ja ein bisschen nachhelfen, indem wir hier alles erst einmal mit Stein verzieren. Ach, ruhig auch die Wandnische. Da bleibt dann halt die Fackel da drin erstmal stehen. Und in die Wandnische können wir nachher auch was packen. George!
So, den Jungzwerg, den mache ich gleich zu einem Militär. Rischen. Und jetzt mal weiter wenden. Ihr könnt ruhig weiterarbeiten, habe ich nichts dagegen. So. Hm, der Thron steht da in Ordnung. Hier sieht auch alles in Ordnung aus. Das Loch da werde ich später stopfen. Dann kommt halt da meine kleine Schatzkammer hin. Und ja, hier werde ich mich dann halt ausbreiten mit Farmbetrieb und Schlafkammer und so weiter. Wie sieht das jetzt eigentlich mittlerweile mit... Jetzt kann ich auf einmal die besseren Tische. Wahrscheinlich hätte ich einfach nur eine Forschung in Stufe 2 vergeben müssen, dass das geklappt hätte. Ah. Du bist schon mal ein Level 4 Krieger. Wenn du auf Level 5 bist, dann mache ich dich zum Kämpfer. So, ein Kämpfer mehr. Ich höre wieder die Spinne irgendwo rumkraxeln. George! Ja, der Raum hier sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und vergrößern werden wir ihn auch. Und dann können wir hier Betten und den Farmbereich hinstellen und hier halt alles so lassen, wie es ist. Dann suchen wir uns noch einen Bereich für die Forschung und dann haben wir unsere Festung ein bisschen vergrößert. Ich weiß noch nicht, ob ich hier zumachen werde, aber ich werde wahrscheinlich hier auch zumachen. Irgendwann. Die Luft fühlt sich so dünn und trocken an. Aber irgendetwas, das ganze Wasser aus einer Gurke, als ob irgendetwas das ganze Wasser aus einer Gurke gezogen hat. Ein wirklich beunruhigendes Gefühl. Ja, das mit dem Reichtum gesammelt, verstehe ich noch nicht ganz, was das für eine Quest sein soll. Ich glaube, die habe ich sogar beim letzten Mal nicht ganz verstanden gehabt. Sword. Ja, die trainieren schön. Spitzhacken, dann kommt der Plattenpanzer. George. Naja, die beiden Blöcke kann ich zumachen, das heißt, du müsstest eigentlich woanders hin. Lass ich dich erstmal dort. Die müssten beide eigentlich woanders hin. Du trainierst noch ein bisschen. So. Dann Entschuldigung, dass ich euch gleich wieder rauswerfe. Aber ihr müsst kämpfen. Ja, das klappt schon mal besser.